Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Teil. Ja, leider war es so, dass ich den neuen Teil von Resident Evil 3 natürlich, ja, ich konnte es nicht richtig installieren und ich habe es jetzt um 3:30 Uhr habe ich es endlich geschafft, dass ich das komplett installieren konnte, überhaupt, oder ja, installieren konnte. Und daher, leider musste ich warten. Aber ich denke, dass ich deswegen bei mir das so gehapert hat mit der Installation, weil ich unbedingt die Erste sein wollte. Und ich schätze mal, deswegen ist mir ein Strich durch die Rechnung gegangen. Aber natürlich werden wir jetzt starten. Und ich werde wirklich auf assistiert spielen, also auf leicht, aus den Gründen schon, weil es sehr, sehr lange her war, dass ich Resident Evil 3 gespielt habe und ich weiß so gut wie gar nichts mehr. Ich habe zwar auch online schon gesehen, dass dass 2, na jetzt bin ich ruhig. Die Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Der Mob zieht durch die Stadt, legen Brände. Die Behörden rechnen für heute Nacht mit weiteren Unruhen. Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella bilden. Aber das liegt, wie gesagt, nicht an meiner Grafikkarte. Es ist dieses Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Zukunft bescheren wird. Ich glaube, das ist Nemesis. Verdammte Scheiße. Ja, Leute, ganz ehrlich, der erste Teil war schon schrecklich. Diese ganze Verfolgung. Man konnte nichts Richtiges suchen. Aber jetzt bin ich mal ruhig. Und schaut euch den Intro an. Die Grafik sieht wieder genial. Ja, und ich stehe und ich sag nochmal, herzlich willkommen zu Resident Evil 3. Und ja, die Grafik ist einfach der Hammer. Und guck grad, was ich so alles machen könnte. Leute, das sieht so genial aus. Und es regnet. Ich finde die Grafik wirklich der Hammer. Also, wenn man dran denkt, wie der erste Teil, also wie das wirklich aussah, aber guckt euch mal an, durch die
wie sich die Blätter bewegen. Also ich finde, das haben sie richtig klasse gemacht. Aber ich weiß gerade nicht, wo ich hin müsste. Nein, da muss ich nicht hin. Und natürlich muss ich auch mal wieder den Timer stellen. Das mache ich auch gleich. Hier ist rein gar nicht. Kann ich ins Badezimmer? Ja, tatsächlich. Ja. So. Hat sie sich jetzt? Okay, es war ein Albtraum. Okay. Jede Nacht schlimmer. Ja, chill. Noch 3 Tage kann mich diese Stadt mal. Ja, glaube ich dir. Ja, auf was jeden Fall. Was ist draußen los? Das würde ich auch gerne wissen, aber. Natürlich gucken wir uns alles an. War klar. Bills Bericht. Ja. 26. September 1998. Seit dem Vorfall mit Umbrella sind bereits 2 Monate vergangen. Wegen meiner Suspendierung sind meine Ermittlungen leider nicht so weit fortgeschritten, wie ich es mir erhofft hatte. Vielleicht wird dieser Bericht der letzte Dienst sein, den ich als DARS-Mitglied verübe. Ich kann nur hoffen, dass er hilft, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das T-Virus. Die von diesem Virus Infizierten scheinen sich buchstäblich in Zombies zu verwandeln. Das Virus scheint sich über verschiedene Arten zu verbreiten. Ein Biss von einer infizierten Person durch den Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Kontakt mit Krähen, die infiziertes Aas gefressen haben. Aufgrund der Stärke des Virus kann auch eine aerogene Übertragung nicht ausgeschlossen werden. Man sollte jedoch beachten, dass bei den Überlebenden des Vorfalls noch keine Symptome aufgetreten sind. Es ist unklar, ob dies daran liegt, dass das Virus eine lange Inkubationszeit hat oder daran, dass wir zufällig gegen die Infektion resistent waren. Wir sollten auch nach Ende dieser Untersuchungszeit wachsam bleiben. Was mich anbelangt, so bin ich, abgesehen von ein paar Schlafproblemen, in guter Verfassung. Ich sollte dennoch nicht zu hoffnungsvoll sein. Immerhin könnte dies nur eine verlängerte Inkubation sein. Ja, die arme Jill hat Albträume. Und ja, meine Hände sind schon gerade wirklich wieder schwitzig. In Resident Evil 3 für die PlayStation war das nicht so. Man hat direkt irgendwie angefangen und ich finde das so schön, dass die Spielehersteller, die das Remake gemacht haben von Capcom, wirklich sich größte Mühe gemacht haben, das zu ändern. Also Glückwunsch erstmal. Notizen zu Ermittlungen. Umbrella.
Pharmakonzern, höchster Marktanteil der Branche. Verstärkte Entwicklung von militärischen Waffen unter dem Deckmantel der medizinischen Forschung. Zudem geheimen Entwicklung lebender Biowaffen. T-Virus-Ausbruch in Arklay-Forschungseinrichtung fand noch vor dem Willenszwischenfall statt. Also ich schätze mal, damit ist Resident Evil Zero gemeint, die Vorgeschichte, und dann Resident Evil 1. Zusammenarbeit mit der Führung von Raccoon City. Große Spenden an Bürgermeister Waren. Kontrollieren praktisch die Stadt. Ja, gibt's noch mehr? Also, man sieht hier wirklich viel. Offener Umschlag. Sie haben mich zu Hause festgenagelt. Die Typen auf der anderen Straßenseite beobachten mich rund um die Uhr von ihrem Fenster aus. Sind das Irons Männer? Umbrellas? Ich weiß es nicht und es macht auch kaum einen Unterschied. Ich weiß, was die zu tun versuchen. Sie wollen mich einschüchtern, wollen mich schikanieren, bis ich aufgebe. Und es funktioniert. Ich esse kaum, kriege kaum Schlaf. Ich drehe langsam durch, fühle mich wie eine lebende Tote. Aber ich werde sie nicht gewinnen lassen. Ich muss raus aus der Stadt und einen Weg finden, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Die werden natürlich jemanden schicken, um mich zum Schwein zu bringen. Wenn du hörst, dass ich ermordet wurde oder was immer die auch mit Leuten wie mir anstellen, musst du unbedingt die Ermittlung dort aufnehmen, wo ich aufgehört habe. Meine Akten findest du in diesem Umschlag. Darin findest du alles, was du wissen musst, solange dieses Päckchen nicht abgefangen wird. Ich werde nachts hier rausgebracht in 5 Tagen. Wünsch mir Glück. Ja. Was ist hier? Hier ist du. Natürlich. Kann ich auch zum Kühlschrank gehen? Yay! Cool! Okay. Jill, du solltest echt mal aufräumen. Also ganz ehrlich, so würde bei mir nie eine Wohnung aussehen. So katastrophal. Also ich bin wirklich ein Putzteufel und bei mir muss wirklich alles sauber sein und nicht so. Brief von einem Kollegen an Jill Valentine. Hey du Ass, wie schlägst du dich? Ich kann immer noch nicht fassen, dass Irons dich suspendiert hat. Das ist totaler Bullshit. Er sollte dir eine Medaille dafür geben, dass du es im Juli aus dem Höllenloch geschafft hast. Natürlich wirst du da nachforschen und Fragen stellen. Ich hoffe, du bist nicht böse auf mich, dass ich Zurückhaltung übe. Alles ist so schnell passiert. Die Stars waren der Stolz der Truppe. Wenn der Chef uns so plötzlich auflöst, da war ich mir sicher, ich würde den Job verlieren. Es geht das Gerücht um, du verlässt Raccoon City. Ich habe mir schon gedacht, dass du eine Suspendierung nicht einfach so hinnimmst. Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst. Umbrella wird nicht tatenlos zusehen. Wenn du versuchst, ihr Geschäft kaputt zu machen, mach's gut, Jill. Brad Wickers. Das Alpha-Team für immer und ewig. PS, musste diesen Brief dem Pizzaboten mitgeben, damit er nicht entdeckt wird. Ich hoffe, du magst die Salami Supreme. Ist von mir und den Jungs. Brad Wickers. Ja, also ganz ehrlich. Jill, du solltest echt aufräumen. Also, bei aller Liebe. Gibt es hier einen Lichtschalter? Das ist mir zu dunkel. Oh je. Da. Licht an. Ach, Licht an.
Ist ganz normal, Jill. War alles nur ein Traum. September 28, 20:07 Raccoon City. Oh, meine Uhr. Wer kann das sein? Hallo? Jill, geht's dir gut? Brad, bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären! Du musst da raus! Sofort! Okay, lass mich meine... Alter Schwede. Hab ich mich erschrocken. What the fuck? Wer ist das? Aua. Lass mich. Autsch. Okay. Ich muss hier raus. Ja, gibt's hier noch? Ich will ja auch. Was zur Hölle? Wieso werde ich denn jetzt schon gejagt? Warum? Verdammt! Oh! Oh! Oh shit! Komm, renn schon! Ich brauche Heilung. Ey. Nein. Komm schon, komm schon, komm! Alter Schwede. Verdammt! Warum jetzt? Wieso? Oh, erste Flucht. Aus der Stadt fliehen, ja. Ich brauche Heilung. Verdammt! Jill? Hier drüben! Red! Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Aber es ist hinter den zwei letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Ja. Wie ist das alles so schnell passiert? Weiß nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Die Arklay nur viel schlimmer. Ah, die Arklay. Oh, habe ich kein Heilkraut? Bitte lass mich ein Heilkraut haben. Arme Jill. Verdammt. Warum? Wieso jetzt? Ich dachte, ich hätte noch wirklich viel Zeit. Aber nein!
Dieser Vollidiot-Pfosten kommt natürlich jetzt. Ja, ich weiß, es sind zu viele. Und du bist schwer verletzt und du hast keine Waffe. Die Tür hinten, los! Ja. Ja. Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Denk nicht dran! Lass uns hier abhauen! Komm, Jill! Du weißt, wie das endet. Nein, tu ich nicht. Sind wir noch ein Team? Immer. Dann hau ab und versau's nicht wie ich. Geh! Ich hab noch nicht mal Waffe. Ich will... Brad! Brad! Komm zurück. Ich brauche eine Waffe. Leute. Wie soll ich... Oh, warte mal. Da ist einer. Wir haben eine Waffe, Leute. Super. Oh nein. So. Nein. Schief. Treff. Scheiße. Ich hab echt daneben gezielt. Leute, ohne Scheiß, ne? Ich hab's extra schon... Oh! Schon auf grün. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Ah, warte. Oh nein, bitte. Nein! Leute! Ich habe wirklich... schon... auf leicht. Und ich weiß echt nicht, wohin. Wohin? Aua. Kann ich nicht zuhauen? Oh. Ich weiß echt nicht, wo ich hin muss. Oh, verdammt. Ah, okay. Oh, da musste ich mich zweimal anknabbern lassen. Gut. Oh. Scheiße. Also ich glaube, ich werde hier echt sterben. Höchstwahrscheinlich. Oh, scheiße. Hey, Sie da! Gehen Sie zum Dach des Parkhauses! Ja. Ja, M habe ich nicht, N kann ich nicht. Ach, ich habe kein Inventar. Ei. So, geht's Ihnen gut? Bleib zurück! Komm ja nicht näher! Los, kommen Sie! Das ist ein Helikopter, der Sie in Sicherheit bringt. Welche Sicherheit? Ich gehe doch nicht raus! Das Parkhaus ist nicht weit. Ich kann Sie mitnehmen. Wirklich sicher ist es nur hier drin! Oh nein. Leute, ich ahne Schlimmes. Ich ahne wirklich Schlimmes. Ich brauche Heilung und ich brauche Munition. Und ich habe nichts von beiden. Rein gar nicht. Warte, ich habe Munition. Jawoll! Oh, ich habe sogar ein Gewehr. Scheiße, warum? Warte mal. Ich hab da ein Gewehr. Verdammt, wieso? Ne, Moment.
Schnellzugriff. So. Natürlich. Verdammt. Aber ich habe keine einzige Heilung. Und es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass ich wirklich so Munition gerade verplempert habe. Sir, wie heißen Sie? Ich kann Sie nicht zurücklassen. Dario Russell. Und ja, sicher. Du willst doch nur mein Versteck für dich. Such woanders, Fräulein. Fräulein. Und sieht die Grafik nicht genial aus? Leute, ohne Mist, die sowas lieb ich, wo die Maus nicht sichtbar ist. Und... oh nein. Aber... erstmal erledige ich diese Köter. Weil... wie ihr ja wisst, oder es war in dem ersten Teil so, dass diese verdammten Köters rauskamen. Irgendwo. Ah, hier. Und noch eins. Perfekt. So, natürlich nehme ich mein Gewehr und... oh, verdammt! Verdammte Scheiße! Leute, ohne Mist! Du verdammtes Arsch! Ja. Verdammte Scheiße. Ernsthaft? Musste er mich jetzt so erschrecken? Natürlich kommst du auch dran. Ich werde natürlich nicht dem Zufall überlassen. Na super. Das Problem, dieses verdammt... ich habe immer noch kein einziges Heilkraut. Leute, das ist schlimm. Ich müsste dringend heilen. Und ich muss mal bei mir ein bisschen lauter machen. Über dem Kopfhörer. Weil... das Gefühl habe... ach so, das ist das Glas. Okay. Natürlich ist da der Aufzug, aber verdammt, ich brauche Heilung. Na okay, geht nicht an. Also ich finde hier nicht. Vielleicht habe ich auch was übersehen. Ich hoffe nicht. Die Grafik. Hübuch! Verdammte! Verdammt! Ey, verzieh dich! Verzieh dich! Lass mich! Aua! Alter! Nein! Sei tot! Also es ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich mich erschrecke. Ist das zweite Mal? Ich weiß es nicht. Okay. Ich nehme jetzt schon seit 23 Minuten auf und ich würde gerne speichern. Ja.
würdig, aber ich muss hier noch was durchsuchen. Ich will natürlich auch kein, Verdammt. What the fuck? Ach nein, nicht der schon wieder. Sorry. Nein, bitte. Warum jetzt? Na, müsste es. Ich glaube, ich sterbe. Komm schon. Nein. Ui. Wie kriege ich das? Langsam, ich helfe dir. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ich bin Carlos. Ich rette dich. Komm, bring dich in Sicherheit. Carlos Oliveira. Oh, verdammt. Verlässliche Stütze, ja. Leute, ganz ehrlich. Wieso ausgerechnet am Anfang, dass dieser Nemesis genau am Anfang auftaucht. Ist sicher. Oh, Leute. Brauchst du einen Raum? Okay, versteh schon. Gehen wir. Ja. Ja, ich komm schon. Wir müssen leider einen Umweg nehmen. Hey, was weißt du über dieses Monster? Ja, Leute. Ich warte immer noch drauf, dass ich speichern kann. Weiß nicht. Nichts. Hab sowas noch nie gesehen. Aber das ist kein Zombie. Er weiß, was er will und er hört nicht auf, bis er es kriegt. Gefallen dir solche Männer nicht? Nein, danke. Du kannst ihn haben. Okay, ja. Der ist lästig als eine Waldfliege. Dazu. Ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Ich gehöre zum Umbrella Biohazard Countermeasure Service, kurz UBCS. Sag mal, willst du mich verdammt nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich. Wovon redest du da? Wir sind nur hier, um zu helfen. Was hast du gegen Umbrella? Was hast du gegen Umbrella? Oh mein Gott. Deine Firma ist für diese Infektion verantwortlich. Ja, über den ganzen Kram weiß ich nichts. Du brauchst mir ja nicht zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Da bleibt mir noch was anderes über? Mir bleibt doch nichts anderes über, als dir zu folgen. Verdammte Scheiße hier. Ach, der Zug. Verdammt. Ich habe das in der Demo gespielt. Leute, ich habe es wirklich in der Demo gehabt. Und ganz ehrlich, nein, die kann man nicht kaputt machen. Ich weiß, es gibt Holzkisten, die man kaputt machen kann. Und ich habe wirklich die verfluchte Demo gespielt und ich habe
Keine Lust mehr. Ich muss einmal nachgucken. Ich gehe nochmal zurück, weil ich habe Angst, dass ich irgendwas vergessen habe. Weil, wie gesagt, Jill braucht dringend Heilung. Und, ich komme nicht raus. Okay. Ah, Jill. Genau am Anfang. Weißt du, woher weißt Nemesis, ja, wo Jill wohnt? Verfluchte Scheiße. Aber okay, ich nehme schon seit einer halben Stunde auf. Captain. Und ja. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Captain. Carlos. Ist das nicht Nikolai? Hast du die nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Ich glaube, das ist Nick. Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Und natürlich. Ich bin UBCS-Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Ich muss, ja wirklich. Wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten. Isoliert. Dieses Sarkasmus. Die meisten der 100.000 Zivilisten, die sie werden wohl gerade hat, so. Korrektur und tot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja. Nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, ja, können wir Überlebende evakuieren. Schön, ja. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Also sie sagt wirklich das, was sie denkt. Zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Das Erste, was ich brauche, ist Heilung. Und ich brauche einen Speicher. Verdammt, ich will speichern. Leute, ich weiß... Die haben ihn ordentlich zugesetzt. Ich werde es überleben. Ist das nicht Michael? Ist das nicht der, der Verräter ist? Jawohl. Ach, ich kann auch sogar zurückspringen. Cool. Klasse, freut mich. Und wir haben ein UBCS-Munitionshandbuch. UBCS-Handbuch zur Munitionsherstellung. Ja, war doch richtig. Auf dem Schlachtfeld ist eine Knarre ohne Muni so nützlich wie ein feuchter Furz. Na toll. Wenn ihr da draußen nicht abkratzen wollt, hämmert euch diese Kombination ins Hirn. Okay. Pistolen-Moment. Wisst ihr, Leute, ich habe extra einen Block gekauft. Entschuldigung, das ist mein Stuhl. Und werde mir alles notieren, weil Pistole zweimal Bisspulver. Dann Flinte. Schießpulver plus hochwertig. Ja, Entschuldigung. Aber das ist wichtig. Und ich habe so einen Drang, mir alles aufzuschreiben. Die Magnum, die Mag, zweimal hochwertiges.
Ah, und wie gesagt, in der Demo habe ich das auch schon gespielt und Leute, ganz ehrlich, es wird grauenhaft. Also, da war die Demo von wegen mit dem Zug. Wenn ihr euch ausgestattet habt, kann die Party starten. Gebt diesen untoten Drecksäcken was zu fressen. Passt nur auf, dass ihr nicht selbst zum Nachtisch werdet. Ja, alles klar. Oh, und Munition. Juhu. Ja, aber ich gehe jetzt erstmal hoch und ich hoffe, der speichert automatisch. Und dann werde ich für heute das beenden. Gibt's hier irgendwas? Titan of the Deep. Ist das nicht ein Horrorfilm? Ich meine, das ist doch Alien. So ähnlich. Ja, egal. Es ist wirklich... Oh, die Grafik. Natürlich suche ich alles ab. Titelseite einer Boulevardzeitung. Die Kannibalenmorde. Die ganze Geschichte. Im Morgengrauen des 25. September erhielt das RPD einen verzweifelten Anruf, der einen Überfall meldete. Ein als wie ein Herumtreiber zerzauster Mann griff einen Passanten nördlich des Lahmsmuseum of Art an. Die am Tatort eintreffenden Beamten fanden bei Müllcontainern in der Nähe die verstümmelte Leiche einer Frau. Dutzende Bissspuren überzogen ihren Körper und sie war zerstückelt worden, was nahelegt, dass sie gefressen worden war. Es war bereits der dritte bekannte Vorfall dieser Art, der sich in diesem Monat in Raccoon City ereignete. Wer ist also der Täter? Wer kaut auf Menschensteak? Okay. Wir vom News Comet haben das nagende Gefühl, dass die Patienten der sogenannten Kannibalenkrankheit, die das Spencer Memorial seit August kostenlos sich nicht mit dem Cafeteria-Essen zufrieden geben. Unsere Reporter haben das Spencer Memorial infiltriert, harte Fragen gestellt und sind mit Horrorgeschichten zurückgekommen, bei denen sich einem der Magen umdreht. Erfahren Sie alles auf der nächsten Seite. Ja, in der Demo konnte man das natürlich nicht lesen. Da war es ja auch nicht. Und ja, hätte auch die Demo veröffentlichen können. Jill, hier Carlos. Bist du schon oben? Noch nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterwerk, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. Oh, Heilung. Heilung. Yay. Grünes Kraut. Und noch ein grünes Kraut. Und wisst ihr, was wir machen? Ja, kombinieren. Ich weiß. Kombinieren. Yay. Super. Und wisst ihr was? Ich benutze das sogar jetzt auch. So. Oh, Schießpulver. Und nochmal Schießpulver. Natürlich werde ich mir auch normale Waffe Munition herstellen. Ist natürlich wichtig. Leute, ganz ehrlich, das ist gerade auch wichtig, weil... kann ich auch so? 4. So. Und natürlich haben wir ein rotes Kraut. Natürlich ach, meine Güte, Leute, ganz ehrlich. Ich habe mein Deutsch irgendwie vergessen.
Ach so. Nee, ich muss die Waffe sehen. Moment. Ich krieg das nicht auf. Verdammt, ich will das. Nee, leider krieg ich das hier, den verdammten Koffer, nicht auf. Verdammt! Eigentlich wollte eigentlich, was ist das? Oh, okay. Sieht fast so aus, als könnte ich es starten, wenn ich das Richtige, was auch immer, einlege. Oh Leute, ich kann speichern, aber ich werde gleich speichern. Natürlich gucke ich hier erstmal, was hier noch so ist. Natürlich gehe ich jetzt nicht raus, weil ich will für heute dann Schluss machen. Was ist das? Ja. Ja. UBCS Kräuterfeldhandbuch. UBCS Kräuterfeldhandbuch. Hier bei UBCS brauchen wir keine Weicheier, die bei jedem kleinen Kratzer zurück zur Basis kriechen. Wenn ihr jemanden wollt, der eure Wehwehchen wegküsst, versucht es woanders. Große Jungs mischen sich ihre Arznei selbst. Also hämmert euch diese Rezepte in den Schädel. Starke Mixtur, zweimal grünes Kraut. Ultrastarke Mixtur, grünes und rotes Kraut. Oder dreimal grünes Kraut. Erste-Hilfe-Spray, das könnt ihr nicht selbst herstellen. Wenn ihr eins seht, schnappt es euch. Das sollte alles gewesen sein. Jetzt Schluss damit und holen wir unser Bier. Ja, klasse. Oh. Hier sind so viele Zeitschriften. Aber Leute, was habe ich hier noch drin? Habe ich da überhaupt was drin? Nein. Ich werde aber auch jetzt, glaube ich, nichts reintun. Ich habe noch 4 Plätze. Ja, das reicht. Ich könnte ja auf 2 einmal die Waffe nachladen. Ja, und ich kann jetzt, werde jetzt auch auf jeden Fall speichern. Yay! Ich kann speichern, Leute. Also, ja. Ich wünsche euch wirklich alles, alles Gute. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe sogar mal einen Screenshot gemacht. Und ja, wir sehen uns höchstwahrscheinlich, kommt morgen die nächste Aufnahme, ich weiß es noch nicht, aber ich wünsche euch wirklich sehr, sehr viel Spaß beim Reinschauen und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Abo da lässt, denn somit zeigt ihr mir, dass es euch gefällt und dass ihr mehr sehen wollt und ja, und ein Däumchen nach oben. Auf jeden Fall bin ich auch in Facebook unter Nisjaha zu finden. Ich bin auch in Twitter unterwegs und Instagram habe ich zwar auch, aber leider ist es halt so, dass ich nicht wirklich richtig aktiv darin bin in Instagram. Aber das ändert sich noch.
Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen und viel, viel, viel Spaß damit. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund. Ja, und ich hoffe wirklich, dass diese Corona-Krise wirklich mal aufhört. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Resident Evil 3. Bye, bye. Ah ja, und man kann sogar die Karte öffnen. Ich habe es jetzt durch Zufall irgendwie gesehen. Karte benutzen. Aber das zeige ich euch morgen und ich wünsche euch jetzt noch alles, alles Gute. Bye, bye.